Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt sind wir auf dem Nvidia Shield Tablet unterwegs. Das heißt, es hat sich etwas verändert. Die ersten sechs Episoden von Minecraft Story Mode habe ich noch mit dem Xperia Z Ultra aufgenommen. Und zwar noch vor Weihnachten 2015. Und jetzt hier können wir uns endlich um. Mit dem neuen Tablet, ich glaube, ich habe so langsam meine Einstellung gefunden. Ich schaue mal eben schnell, was die Lautstärke hier hergibt. Ja, das scheint so zu sein, wie ich es mir vorgenommen habe. Und jetzt spielen wir mal den letzten Teil. Ich hoffe, es ist der letzte Teil, oder das heißt, eigentlich hoffe ich es nicht. Aber ich denke mal, es wird der letzte Teil sein von Episode 1 Minecraft Story Mode. Und zwar mit dem Gamepad, mit dem Nvidia Shield Gamepad. Wir sind also hier im Nether. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und da kommt ein Zombie auf uns zu. Ah, na toll, jetzt kann ich den. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, Jawohl, wie die Steuerung richtig funktioniert. Oh Mann, das war knapp. Ich weiß den Namen schon gar nicht mehr von den Leuten. Da war ein Zombie. Oh, ist er tot? Also, du weißt schon so. Tot, tot. Ja. Gut, meine Sachen brauche ich nicht übersetzen. Willst du das vorlesen? Wo sind wir? Im Dunkeln. Mitten im Nirgendwo. Vielleicht sollten wir für die Nacht hier bleiben. Im Dunkeln ist es draußen zu gefährlich. Ich dachte, wir gehen zum Tempel. Wir suchen nach einem riesigen Gebäude. Das sollte nicht allzu schwer sein. Oh, Ivor sagte, tja, dann ist das wohl der Tempel. Das war sarkastisch. Ach so, er muss hier irgendwo sein. Hier. So, der Orden hat diese Gleise nicht umsonst gebaut. Er muss hier irgendwo sein. Ja, ganz meine Meinung. Ich bin ja deiner Meinung, also ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wir brauchen einen Unterschlupf. Unterschlupf. Ich meine Unterschlupf. Ich finde, wir sollten ein Baumhaus bauen. Das dauert viel zu lange und währenddessen sind wir völlig schutzlos. Wir brauchen nur eine einfache Hütte. Was auch immer wir tun, es muss schnell gehen. Was? Okay, komm, wir bauen ein Baumhaus. Geht auch schnell. In einem Baumhaus wimmelt es nur so von Spinnen. Lass uns ein Baumhaus bauen. Es erfüllt seinen Zweck und schützt uns vor Gefahren. Keine schlechte Idee. Na schön. Okay, dann lass uns anfangen. Ein Dirt? Was soll ich denn damit? Ach so. Ach, gucke mal. Na gut, so krass muss man es natürlich nicht gleich bauen. Wenn ich mit einer Spinne im Gesicht aufwache, schaffst du sie mir gefälligst aus den Augen. Erwarte nicht zu viel, Axel. Tja, wenn wir vielleicht etwas weiter in den Baum hineinbauen, dann. Egal, es ist auch so gut. Richtig gut. Das sieht gut aus, Leute. Der Mond ist aufgegangen in ein Lagerfeuer. Schön. Oh Mann. Ich sag euch was. Aber ihr müsst versprechen, nicht auszurasten. Was denn? Ich habe Kekse. Was? Einer für mich. Einer für Olivia. Einer für Jesse. Danke, Axel. Und einer für Ruben. Sorry, Lucas. Tut mir leid, Lukas, ich habe nur vier. Den geben wir natürlich ab jetzt. Der sucht sich morgen früh was anderes, hat er gesagt. Ach komm, mach mal halbe, halbe. Hier, nimm. Nimm ihn, Lukas. Ach nein, das kann ich nicht machen. Ich bestehe aber darauf. Danke, Jesse. Da war für dich, Jesse, nicht für ihn. Hat er dem Schwein einen Keks gegeben und dem Lukas nicht? Das ist schon. Wenn ihr müsstet, würdet ihr lieber gegen 100 hühnergroße Zombies oder 10 hühnergroße Zombie-große Hühner kämpfen? Wählt weise. Der ist gut. Lass mich nachdenken. Die Frage hatten wir auch schon mal.
Wie könnt ihr jetzt gerade Witze machen? Petra ist immer noch da draußen. Ach, scheiße, stimmt. Petra würde das gefallen. Sie würde wollen, dass wir positiv denken. An ihrer Stelle, ich weiß nicht, fühlt sich falsch an. Na schön, wir sollten uns ausruhen und uns morgen früh, so früh wie möglich auf die Suche nach dem Tempel machen. Ich schätze, wenn wir am Portal anfangen und uns aufteilen... Hey, was tust du? Habe ich dir eigentlich etwas getan? Ja, das Kommando gegen Lukas versucht nur zu helfen. Es geht darum, dass du, was du nicht getan hast, oder? Du trägst als einziger diese dämliche Jacke. Kommandier uns nicht herum. Nimm das zurück. Ich denke nicht dran. Ich trage diese Jacke, weil ich Ahnung vom Bauen habe. Was nicht heißt... ich habe keine Angst vor dir. Jetzt, da wir ein wahres Gesicht kennen. Jesse, dein Freund wird unverschämt. Ach komm, Axel, es reicht. Lass uns gut sein. Gut sein? Er hat mich bedroht. Er wird nichts unternehmen. Hast du für den einen Tag nicht genug Schaden angerichtet? Petra ist vielleicht deinetwegen tot. Du gehst zu weit, Axel. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Hör zu, ich verschwinde einfach und ihr macht das unter euch aus. Du darfst nicht gehen, es ist zu gefährlich da draußen. Ja, du bleibst bei uns. Lass ihn doch gehen, wenn er will. Du gehst nirgendwo hin. Aber Jesse, das reicht, wir sind jetzt ein Team. Er bleibt. Ja? Das ist so, Petra hat das so gewollt. Zombie-große Hühner, die würde ich nehmen. Warum? Weil ich Hunger habe. Selbstverständlich. Jetzt fängt es an, ins Baumhaus zu regnen. Regen ist besser als Monster. Naja. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Ja. Erfolg freigeschaltet. Safety first. Wir haben also Lukas bei uns gehalten. Ich bin gespannt, wie lange Episode 1 geht. Es geht los, wir laufen. Wir suchen den Tempel. Ist alles in Ordnung, Lukas? Es war eine harte Nacht. Sowas kommt vor. Wir alle waren müde und ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke, dass du das so sagst. Super cool. Ich finde ja, das ist... es ist cool. Hey, da drüben ist was! Was denn? Es sieht aus wie ein Gebäude. Sehen wir uns das genauer an. Ich finde es cool, dass die an der Schriftfarbe erkennt man also, wer gerade spricht. Ach, guck mal, was kann ich denn damit machen? Nee, okay, da geht also erstmal, ich kann ja nichts machen, außer hier hochklettern im Moment. Das war bei The Wolf Among Us auch schon ähnlich. Man hat so Sachen eingesammelt, ich habe die aber nie gebraucht. Oh, guck mal da. Das muss es sein. Wir sollten vorsichtig sein. Worauf warten wir noch? Das wird es wohl sein. Na, dann nehmen wir mal den blauen. Das muss der richtige Ort sein. Was ist das für ein Ort? Das versuchen wir herauszufinden. Es ist der Tempel des Ordens, des Steines. Lukas, bist du da sicher? Er hat recht. Schaut mal. Heiliger Bimbam. Glaubst du, sie sind da drin? Gehen wir rein und finden es heraus. Der Tempel des Ordens. Lasst uns aber vorsichtig sein. Okay. Wenn ihr etwas findet, ruft einfach. Wir haben nicht viel Zeit. Werfer haben hier irgendwie unheimliche Gesichter. Komisch, nicht wahr? Was hast du für mich, Kleiner? Igitt, ich glaube nicht, dass wir das herausfinden möchten. Bleib zurück. So, jetzt gucken wir mal, was geht denn hier los? Was ist denn das? Wir laufen mal. Rennen können wir nicht, ich kann einfach nur laufen. Und mich dabei umschauen, aber auch nicht doll. Da ist ein Spinnennetz. Es speichert. Ruben hat Angst, gucke mal. Ruben! Nein, nein, nein! Ah, das ist kein gutes Zeichen.
Ach, kommt schon, Werfergesichter. Ich dachte, wir wären beste Freunde. Lauft! Oh. Mist, jetzt hab ich... Okay, jetzt muss ich erstmal rausfinden... Hä? Welche Knöpfe muss ich drücken? So ein Mist. Ruben, nein! Nein, 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 nein. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, ich muss es mit dem linken Joypad machen oder mit dem rechten. Ich werde einfach mal alle gleichzeitig drücken. Das werden wir gleich rausfinden. Aha, den rechten Joypad muss ich nehmen. Jawohl, siehst du? Den rechten Joystick. Ist ja ein Joystick. Kriegen wir aber hin. Quicktime-Events finde ich gar nicht so verkehrt. Oh mein Gott, es geht noch weiter. Wir sitzen in der Falle! Wir haben die Spender über die Druckplatten aktiviert. Wenn wir sie nochmal auslösen könnten, schalten wir sie bestimmt wieder aus. Das ist eine Werkbank. Vielleicht können wir etwas Nützliches bauen. Woraus denn? Wir haben noch nichts. Unsere Werkzeuge und unsere Materialien sind zu Hause. Okay, Leute. Leert eure Taschen und schauen wir mal, was wir haben. Haben wir noch ein paar Schleimbatzen? Vielleicht nicht. Ich habe noch ein paar Stücke von unserem Unterschlupf. Ich habe einen Feuerstein und ein Stück Schnur. Ich habe nur ein paar Hühnerfedern von der Explosion der Hühnermaschine. Schauen wir mal, ich habe Feuerstein und Stahl. Ein Schwert, oh, ein Faden einer Spinne, die ich vorhin im Wald gefunden habe. Schnurstücke, Feuerstein und Federn. Das klingt nach Pfeilen. Könnten wir Feuerpfeile machen? Och, ernsthaft, jetzt muss ich das Rezept dafür können, oder was? Also ich habe fast das Gefühl, dass wir Federn, Stick und Feuerstein zu einem Pfeil machen können. Okay, oder du baust zuerst einen Pfeil. So, jetzt haben wir... Können wir denn jetzt mit dem Pfeil und dem Faden was machen? Halt, pass auf, nee, warte, eine Angel. Gegenstand entfernen, X. Okay, wir könnten eine Angel versuchen. Vielleicht können wir versuchen mit der Angel. Bringen wir das hinter uns. Ja, genau. Ach so, das ist ja Schlagen A. Das ist ja die erste Druckplatte von beiden. Okay, aber okay, geht, funktioniert. Der Orden des Schweins hat endlich mal Glück. Und so gehen wir in den Tempel gerade. Und wir werden das nutzen, um eine Aufnahmepause zu machen. Ich weiß ja nicht, wie weit wird das hier noch gehen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden das Spiel in der nächsten Folge fortsetzen. Was ist denn das? Aufzeichnung? Was ist denn das? Das kenne ich ja noch gar nicht. Warte mal, was ist denn das? Aufzeichnung. Kann man da das Spiel einfach aufnehmen? Okay. Gut, wir machen erstmal eine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt mal schön gesund, hau rein, mach's gut und tschüss.